Kerstin Ott ist seit einigen Jahren nicht mehr aus der Schlagerbranche wegzudenken. Durch viele Auftritte vor der Zwangspause konnte sie ihr Lampenfieber weitestgehend erfolgreich besiegen. Mittlerweile sieht das aber wieder anders aus, wie sie im Interview gesteht: Lampenfieber bei Kerstin Ott zurück, einige Künstler leiden unter Lampenfieber, andere hingegen kennen dieses Gefühl kaum. Kultstar Nicole zum Beispiel hat bis heute bei jedem ihrer Auftritte damit zu kämpfen. Christina Bach wird auch immer wieder wahnsinnig nervös. Zu Beginn ihrer Karriere war Kerstin Ott vor ihren Auftritten mega angespannt und sehr aufgeregt. Durch die vielen Auftritte bekam sie eine gewisse Routine, aber seit der Zwangspause ist ihr Lampenfieber wieder voll ausgebrochen, wie sie im Podcast Aber bitte mit Schlager ganz offen gesteht. Aufregung steht Kerstin Ott manchmal im Weg, wenn die Konzerte wieder mehr werden, werden sich diese Angstattacken sicher widerlegen. Kerstin sagt lachend, irgendwann sterbe ich dann auch nicht mehr. Im Podcast wurde die Sängerin gefragt, ob ihr Lampenfieber bei ihr eher die Konzentration fördert oder ob es eher ein Hindernis ist bei Live-Auftritten. Die Sängerin verrät, mich knipst es manchmal richtig an, aber auch manchmal aus. Also es gibt Momente, da hab ich wirklich auch Angst, dass ich ein Blackout erleide auf der Bühne, dass ich die Texte vergesse. Passiert Gott sei Dank nicht so oft, wie ich vorher denke, dass es passiert. Aber es sind schon Situationen, wo man sich das Lampenfieber sehr wegwünscht, Kerstin Ott, dann entschuldige ich mich, aber zum Glück hat Kerstin Ott ein treues Publikum, das ihr bei Texthängern jederzeit aushelfen kann. Außerdem nehmen es ihre Fans mit Humor. Sie erzählt. Ab und zu entstehen da auch einfach Lacher, also muss man auch ganz klar sagen. Dann entschuldige ich mich und dann geht es weiter. Herrlich, ehrlich, die liebe Kerstin Ott, aber genau dafür lieben sie ihre Fans und das Lampenfieber wird sicher wieder besser, je mehr Normalität zurückkehrt.